Also ich kann euch sagen, der Weg, den ich da jetzt gerade gehe, ist echt der Hammer. Egal um welche Ecke ich gerade rumkomme, überall sind einfach die voll krassen Felsen. Hammergeil. Einfach nur abgefahren. Echt irre. Und dafür liebe ich das Waldviertel echt. Das ist einfach ein Traum. Es ist ein bisschen ähnlich dem Schwarzwald. Das ist auch alles Urgestein, also hauptsächlich Granit und Gneis. Aber es ist echt geil. Es ist einfach der Hammer. Da liegt mir gerade ein Baum im Weg, mitten über den Weg drüber. Aber es ist echt wunderschön. Die Sonne kommt raus, die Wolken machen auf. Es ist in der Sonne jetzt schon wirklich angenehm warm. Ihr seht, ich habe auch meine Jacke mittlerweile oft ausgezogen. Da hinten sind schon wieder die nächsten Felsen. Also dort. Hammer, Leute. Einfach nur abgefahren. Wunderschön. Ha, unglaublich. Unglaublich. Echt irre. Überall einfach nur absolut ärgsten Felsformationen. Hammer. Ich drehe jetzt mal wieder um und zeige euch das mal noch mal ein bisschen genauer. Also ich stehe hier schon mal an einem ziemlich krassen Felsblock. Und da vor mir ist der nächste. Und es zieht sich da hoch. Hammer. Schaut mal, wie diese Rinde oder der ganze Baum da eingedreht ist. Über die ganze Länge. Wahnsinn. Und irgendwo hat dann ein Sturm oder Schnee hat ihn dann umgedrückt.
Ja, und wie ich da so gehe, entdecke ich da ein richtig geiles Baumhaus. Da gehe ich jetzt erstmal hin. Schauen wir das mal aus der Nähe an, was das ist. Also ich denke mal, dass das zu dem Bauernhof, der da unten steht, den seht ihr jetzt glaube ich nicht wirklich am Video. Aber da unten steht ein Bauernhof und ich denke mal, dass das da dazugehört. Geile Sache. Ja, da unten haben wir jetzt Sänftenleben und dort oben ist die Burgruine. Dort gehe ich dann noch hin. Bevor ich dort aber hinkomme, muss ich zuerst da den Weg runter, und zwar ziemlich direkt gerade runter in die Ortschaft. Dann durch die Ortschaft durch und dort hinten geht es dann den Berg wieder hoch auf die Ruine.
Ja, die Burgruine Senftenberg lasse ich jetzt hinter mir und mache mich jetzt auf den Weg zurück nach Troos. Sind jetzt noch ein paar Kilometer, ich schätze so 5 oder 6. Und ja, ich hoffe, da kommen noch ein paar schöne Landschaftsbilder, die ich euch zeigen kann. Ja, und da unten ist jetzt auch schon wieder Troos. Das heißt, ich habe jetzt noch so, ja, ich schätze mal 1,5–2 Kilometer, bis ich dort bin. Also neigt sich die Tour schon langsam wieder ihrem Ende entgegen. Ja, ich bin jetzt wieder zurück in Troos. Da vorne steht auch schon mein Auto. Und ja, damit bin ich am Ende dieser Tour angelangt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lassen würdet. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht habt. Und dann wünsche ich euch jetzt alles Gute. Viel Spaß auf euren Touren. Schaut, dass ihr rauskommt. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris.